Man kann nur extrem unsicher mit diesen scheiß Blasen zielen. Total beschissen. Ein Urglühne, keine Ahnung, was er. Ja, okay, kennen wir schon. Ja, bla bla blub. Blub, bla, bla und so weiter. Glücksblitz, Glücksblitz, bla bla bla. Ja, möchte ich. Dämmerwald haben wir. Pick Hibana. Hurra! Wie viel hat die jetzt gekostet? Ich glaube ungefähr 40 oder waren es 35? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, weiter. Hier geht's. Ja, hier muss es weitergehen. Boah, das geht's ja nicht. Ah, okay, Sümpfe des Vergessens. Ich habe da oben ein Herzteil auf dem Dach gesehen. Aber ich weiß leider, wie man hinkommt. Also dementsprechend. Im Moment kommt man auf jeden Fall noch nicht hin. Soweit viel kann ich schon mal verraten. Bam, bam, bam. Oh, das gibt gut Geld. So. Ich könnte entweder durchschwimmen, aber ich laufe. Es geht, glaube ich, fast schneller. Ah, hey. Ja, in das Haus muss ich noch nicht rein. Also den Anfang von Majora's Mask kenne ich wirklich gut. Aber ab nach dem ersten Tempel hört es dann schon wirklich fix auf, was man machen muss. So, hallo? Na? Es gibt für mir eine Deko-Nuss. Okay. Du gibst mir auch noch eine Nuss. Was denn auch sonst? So, hier muss ich jetzt auch noch nicht rein. Ich muss zuerst. Also, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da zuerst in den Wald jetzt. So. Mit einem Haufen Geld machen wir uns auch da rein, ne? So. Ja, genau, hier ein Affe. Hallo Affe, weise mir den Weg. Du mir folgen! Ich muss mir den Wegmerken anpassen. Links. Rechts. Quack, quack. Rechts, au. Nochmal rechts, okay. Also links, rechts, rechts. Quack, quack. Geradeaus, okay. Au. Links, rechts, rechts, geradeaus. Au. Der ist hoffentlich links gegangen. Links, ja, links. Und jetzt weiß ich es nicht. Okay, das war richtig. So. Oh, aua, hilf mir! Hallo? Redest du nicht mit mir? Okay. Ja, super, du redest mit dem Deko nicht. Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinter uns eins überbezogen kam. Diese nervige Horror-Gitt. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Oh, oh, wir hätten gedacht, dass sowas passieren würde. Jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du hast doch nicht etwas dabei, was Energie herstellt. Nee, habe ich nicht. Ah, ja, sie hat mich nochmal beleidigt, glaube ich. Nett. Und der muss ich jetzt auch noch helfen. Na egal. Jetzt geht's nämlich auf zu ihrer Schwester. Die ist hier. Kome und Kotake, glaube ich, waren das. Übrigens ein Endgegner bei Ocarina of Time. Übrigens auch ein sehr lustiger Endgegner. Also ich mochte den immer sehr gerne. Mit ihren zwei Formen, die Eis- und die Feuerform. Und als sie dann gestorben sind, haben sie sich trotzdem noch gestritten. War toll. So, na? Willkommen. Meine Tränke wirken gut. Was? Das Horror-Kid hat Kome wehgetan? Das ist doch lächerlich. Das Horror-Kid würde ihr niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es weiß, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Jupp, mach ich. Rasch, bring ihr diesen Trank. Okay.
Und coolerweise dürfen wir die Flasche behalten. Ist das nicht schön? So. Na gut. Ja, hier einen kurzen Weg. Yay. Und dann geht's wieder auf den Wald. Ich habe, glaube ich, den Weg vergessen. Links, rechts, rechts, geradeaus. Weiter weiß ich nicht mehr. So, bla 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 bla. Okay, links. Rechts. Rechts. Geradeaus. Ich glaube dann links. Und dann nochmal links. Ich glaube sowas. Ja, genau. Und dann nochmal links. Haha, ich bin schneller als du, Affe. So. Ah, ja. Ich habe was dabei für dich. So, so. Und. Hier. Ja, jetzt ist endlich da. Ah, die Farbe! Der Duft! Das ist eindeutig Kotakis! Dass sie sich noch umschaut, bevor sie es trinkt. Oh, das tut gut, ne? Oh, ich fühle die Energie in mir! Kumi ist wieder da! Warm! Du hast mich gerettet! Wir fahren schon Bootfahrten durch die Sümpfe! Du hast dir gerade eine Freifahrt verdient! Ja, schön. So, gut, das wäre das gewesen. Ja, ich finde, in Majora's Mask werden viele Anspielungen auf Ocarina of Time gemacht. Jetzt gerade, man sieht schon die erste. Kome und Kotake, die vorher Endbosse, also ein Endboss waren. In dem Wüstentempel, übrigens. Also im Gerudo-Tempel, sozusagen. Und jetzt hier doch welche sind, die einem helfen. So, gut. Was wollt ihr? Du sei sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Zum sein vollem giftigen Wasser. Tempel über Wasserfall. Komisch. Bruder, geh zu Tempel. Aber Bruder, nicht finden. Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku. Gefangen. Jetzt sein im Palast. Es ist so dumm, die so zu sprechen. Hilfe. Warum Hilfe? Ja, ich wollte die eigentlich nicht an... So, ich gehe wieder als Deko rum. Denn das geht schneller. Yay, Frische zu hacken. So. Das geht doch wesentlich schneller als Link. Hau ich immer nur daneben. So. Die lasse ich in Ruhe. Dich auch. Das ist uninteressant. Und... Ja, das lasse ich wieder zurückspringen. Ich glaube, das geht übrigens auch schneller als das Schwimmen. Auch wenn es... Ich weiß nicht, ob man jetzt schneller schwimmt oder hier schneller springt. Aber ist auf jeden Fall cooler. Hey, hey, hey! Yes, yes, yes! Oh, da ist eine Eulenstatue. Die muss ich noch aktivieren. Das muss natürlich sein. So, zurückverwandeln. Und dagegen hauen. Yay. Okay. Ja, die Eulenstatuen sind für spätere Sachen, also nicht nur für Speichern gut, sondern später, das müsste eigentlich auch bald kommen, sind die Eulenstatuen dann auch noch sehr nützlich. Aber dann soweit, wenn es soweit ist. Dann soweit, wenn es soweit ist. Das ist auch ein super Satz. Okay. Hier wäre die Kome. Oh, nochmals herzlichen Dank. Herrlichen, genau. Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen. Daher bekommst du das hier gratis. Die Fotobox. Ja, ist okay. Reicht zwar nur für einen Schnappschuss dieser Cannabis. Das kann wieder ausgetauscht werden. Was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Es ist einfach nur so ein kleines Gimmick. Nettes. Hier liegt ein hübscher Schnappschuss. Bring zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Pferde geht los. Die Fahrt geht los. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man auch ein Herzteil dabei, aber willkommen zur Bootstour, drück jetzt hier deine Fotobox auszurücken und jetzt hier schaust du. Genieße die malerische Sumpflandschaft. Okay. Gut, dann schieße ich mal ein Foto, wenn sie das wollen. Ich weiß auch schon, was ich fotografieren will. Na, das nicht. Oha. Langweilig.
Schaltet mal den Turbo ein. Oh, ein Wasserfall. Was irgendwie dumm ausschaut, aber okay. Dazu der Pokémon Snap das besser hingekriegt. So. Ja, den hier will ich fotografieren. Der sieht doch geil aus. Zack! Und es ist weiß und ich sehe nichts. Warum ist es weiß? Doch, jetzt geht's weiter. Boah, ich habe gedacht, das Spiel hängt sich auf. Dann hätte ich mir echt einen Kopfschuss gegeben. Nein, das nicht. Aber okay. Willst du dieses Bild behalten? Ja, ja, möchte ich. So, mit unserem spitzigen Boot rammen wir ihn einfach mal. Gut. Was gibt's jetzt hier noch zu schauen? Hier nichts. Nächster Halt, Dekopalast. Oh Gott, ich vermisse das. Och, bin ich froh, wenn ich diese Scheißstelle hinter mir habe, Leute. Ja, da ist wieder der Affe. Ach, und überall der Mond zu sehen. Ja, aber ich muss echt sagen, den Mond haben sie gut in Szene gesetzt. Richtig gut. So, und wir verwandeln uns als Deko. Denn im Dekopalast sind keine Nicht-Dekos gestattet. So, na, was sagt ihr? Dies ist der Regentenpalast des Dekoreichs. So tritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete aber auf keinen Fall die anderen Bereiche. Na gut, dann links, rechts. Ne, wir gehen erst geradeaus. Und danach gehen wir nach links und nach rechts. So. Hier, das ist der Deko-König. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen, aber heute mache ich eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Ich werde Ihnen schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dumme Affe, sitzt dort in dem Käfig. Sieh dir gut an. Na gut, dann auf zum Affen. So, kann ich mit dir reden? Okay, der redet ganz normal. Normal für einen Affen. Wir behaupten, ich hätte jetzt sie entführt. Aber egal, wie oft ich sie noch sage. Das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zu Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Na, wenigstens habe ich ein bisschen Affe gemacht. Okay, gut. Ach Gott. Ja, der lässt mich schon wieder nicht. Du Arschaffe. Sein, mein Bruder, gesund. Du geheim Eingang zu Käfig. Wir können geheimen Weg finden. Geheime, finde Weg vom Eingang zum äußeren Garten aus. Aber Eingang hoch oben. Niemand kommt hier. Kaufe Erbsen von Erbsenverkäufer. Wohnen unter Palastgarten. Du verstehst, was ich sage? Nein. Oh, du klug sein. Ups. Pflanze, Erbsen in weicher Erde, im äußeren Garten. Lass du selber herausfinden. Schnell, du, helfen, Bruder. Okay, links oder rechts zuerst? Ich gehe links. Ich hasse diese Stelle wie die Pest. Oh, und es leckt. Das kann ich hier echt nicht brauchen. Ja, hier darf ich mich nicht von den Wachen sehen lassen. Von daher heißt es jetzt abwarten und schauen, wie sie sich bewegen, ne? Okay, der schaut so. Okay, okay, okay. Das heißt, ich kann jetzt nicht. Beweg dich, du Arsch. Okay. Lauf, 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 lauf. Erstmal hier wegschauen. Gucken. Okay, jetzt beeil dich, Link. Ich will die 20 Rubine haben. Okay, hat geklappt. So, wo muss ich hier entlang? Hier, okay. Ihr läuft so entlang. Na, lauf weiter. Oh, lauf doch weiter. Danke. So, schnell. Und hier rein. War hier schon der Erbsenverkäufer? Ja, hier war er schon. Na gut, dann auf den Erbsenverkäufer.
Nun bist du ja schon kundig seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen, sobald sie Wasser besetzt werden, wachsen große Blätter hinaus. Ich gebe dir ein Musterexemplar, versuche es in weicher Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Hey, eine Wundererbse. Du kannst sie jederzeit pflanzen, aber wenn du die Blätter nicht gießt. Okay, ich habe aber gerade was gesehen. Das möchte ich zuerst mal ausprobieren. Das ging, soweit ich weiß, bei Ocarina of Time auf jeden Fall. Sag das hier.